Fast jeder hatte schon einmal mit der Polizei zu tun, ob als Verdächtiger, Zeuge oder nebenbei. Doch bereits in meinem Olympia-Video habe ich festgestellt, dass die Tierwelt uns in nichts nahesteht. Also warum sollte es keine tierischen Straftäter geben? Aus diesem Grund in diesem Video 6 tierische Straftaten Teil 1. Auf der Flucht. Wenn man ein oder mehrere fremde Gegenstände beschädigt hat, muss man so lange an Ort und Stelle bleiben, bis der Besitzer auftaucht. Wenn man dies nicht macht, gilt es als Fahrerflucht. Nachdem eine Ziege 2013 in Datterode auf ein Scheunendach geklettert war, sprang sie auf das Dach eines vor der Scheune geparkten Fahrzeuges. Dabei wurde dieses beschädigt. Anschließend flüchtete der Paarhufer. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Tier ein. Ob man unseren ersten tierischen Straftäter in dieser Liste gefunden hat, darüber konnte ich leider keine Informationen finden. Ausgebüxt. In Simbach am Inn verständigte eine Frau letztes Jahr einmal die Polizei, weil sie ein Känguru in ihrem Garten entdeckt hatte. Die Polizei schaffte es jedoch nicht, das Tier einzufangen, sodass dieses in den Wald flüchtete und die Beamten eine Fahndung nach einem Känguru einleiteten. Nachdem man das Tier zu einem späteren Zeitpunkt dann einfangen konnte, stand die Frage jedoch noch offen, wem es denn gehört. Weil die Polizei darauf keine Antwort fand, brachte sie es zu einem Züchter. Verhaftet wegen Jagdinstinkt. Der nächste Straftäter wurde in Amerika verhaftet, weil er seinem Jagdinstinkt gefolgt war. Man hatte die Polizei gerufen, weil der Hund namens Finn einen Hirsch attackiert hat. Die Polizei transportierte den kleinen Straftäter wie einen Menschen und vielleicht ist das der Grund, warum dieses Bild solch eine große Aufmerksamkeit im Netz bekam. Schwein Ahoi. Im Jahr 2018 kam es in Bonn zu einer Verfolgungsjagd einer etwas anderen Art. Die Polizei verfolgte ein Wildschwein, welches zuvor durch einen Ortsteil gelaufen war und dabei einen Fahrradfahrer angerempelt hatte. Ich hoffe, der Fahrradfahrer wurde nicht verletzt. Das Schwein jedoch flog durch den Rhein in die Büsche. Wo der Straftäter abgeblieben ist der Polizei nicht bekannt. Sollten Sie Hinweise zum Verbleib dieses Schweins haben, melden Sie sich doch bitte bei einer örtlichen Polizeidienststelle. Mit dem Leben bezahlt. Im April dieses Jahres kam es zu einem Polizeieinsatz, bei dem der tierische Straftäter bedauerlicherweise ums Leben kam. In Kammersdorf ist ein Bulle aus einem Stall ausgebrochen und beschädigte einen Traktor. Da das Tier nicht mehr eingefangen werden konnte und die Gefahr bestand, dass es auf die Bundesstraße und Bahnstrecke läuft, erschoss man den Bullen und sperrte die Bahnstrecke sowie die Bundesstraße B281. Auf jeden Fall ein sehr trauriger Fall. Geblitzt. Unsere nächste Straftat wurde in der Schweiz begangen. Dass wir Menschen uns nicht immer an die lästige 30er-Zone halten, ist völlig normal. Aber dass es anscheinend auch Tiere in der 30er-Zone zu langsam vorangeht, das beweist dieses Blitzerfoto. Mit 52 Stundenkilometer wurde diese Ente auf diesem Bild festgehalten. Wer das Bußgeld zahlen muss, ist jedoch unklar. Übrigens wurde 3 Tage später ein Verkehrssünder in Form einer Ente in der 30er-Zone geblitzt. Ob es sich dabei um einen Wiederholungstäter handelt, ist unklar. Das war der erste Teil von den tierischen Straftätern. Nächste Woche erscheint der zweite Teil. Wenn du ihn und keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest, abonniere mich und gib dem Video ein Like. Bis nächste Woche. Schnarchen auf dem Balkon. Wütender Autofahrer. Einer der berühmtesten Esel Deutschlands. Tierische Straftaten Teil 2.